Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, so hören wir den Chor, so singt's auch in uns. Wir feiern Gottesdienst im Namen dessen, der uns lebendig macht, Kraft schenkt, uns auch verändert, wenn's nötig ist. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Einen anderen Grund kann und muss und soll niemand legen als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So heißt es zum Spruch für diesen Tag. Und auf diesen Grund besinnen wir uns, diesen Grund feiern wir, der vor 503 Jahren wiederentdeckt worden ist, so meinen wir. Und der immer wieder entdeckt werden muss von uns und von unserer Seele. Wir feiern ein wienweites Fest heute. In der Lutherkirche im 18. Bezirk wird gleichzeitig auch Gottesdienst gefeiert. Und dort feiern so ein wenig die, die gern moderne Lieder haben und die, die gern das Traditionelle haben mit Bach-Kantate und Liedern, die sollten hier sein. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt ganz richtig hier. Ja. So ist das eben, ein zweiter Gottesdienst für Wien. Und schön, dass trotz dieser Unsicherheit des heutigen Tages wir doch zusammen sind, Gottesdienst feiern mit Musik, mit Texten, mit dieser Geschichte, die uns doch immer wieder sehr berührt. Ich begrüße auch alle Katholiken, die da sind. Ihr macht irgendwie den Tag noch ein bisschen besonderer, wenn sie da sind mit Ehemann oder Ehefrau. Das finde ich dann immer besonders schön. So viel ändert sich jeden Tag etwas Neues. Und weil die Unsicherheit so groß ist, bitte ich, dass wir nicht singen in diesem Gottesdienst. Vielleicht sind Sie da wegen Singen. Wir möchten das heute dem Chor überlassen, um ganz sicher zu sein. Und wir bleiben sitzen, auch das ist sicherer als aufzustehen in dieser Corona-Zeit. Und Gott, du mögest uns nicht nur ein nostalgisches Festhalten am Alten schenken. Gott, du mögest uns neu inspirieren an diesem Tag, mit deinem Geist beschenken, wie es damals, heute und morgen immer wieder geschieht. Gott segne diesen Gottesdienst. Amen. Das erste Lied, gesungen vom Chor, zu Hause können Sie gerne natürlich laut mitsingen und wir singen innerlich mit 166 Strophen 1 bis 2. Tut mir auf die schöne Pforte. Und wir beten den Psalm 46 im Wechsel. Beginnen mit mir, tun alle, die zu der Gemeinde der Lutherischen Stadtkirche gehören. Alle Gäste bitte mit Pfarrer Senior Wolf das Eingerückte lesen und beten.
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Hinein in diesen Abend ein Gebet nach Martin Luther, das ich so gerne als Bekenntnis spreche und bete. Siehe, Herr Jesus Christus, da hat mir mein Nächster Schaden zugefügt. Er hat mich in meiner Ehre gekränkt. Er hat mir genommen, was mir gehört, hat missachtet, hat mit mir gespielt, hat mich nicht ernst genommen. Herr, ich kann es nicht ertragen. Ich sollte verzeihen, wie du es tust. Ich kann aber nicht. Ich kann mir nicht selbst helfen. Herr, da stehe ich nun. Mach du mich anders, so kann ich nach deiner Liebe handeln. Wenn nicht, muss ich bleiben, wie ich bin. Und zu dir rufen wir. Und es steht geschrieben und es ist wahr. Wer zu mir ruft, den will ich erhören, spricht der Herr Zebaoth. Gott weiß um deinen Weg, weiß um das Starke und das Schwache, weiß um dein Helles und dein Dunkles und legt immer seine segnende Hand auf dich, um dich zu retten. So sei gewiss. Eine feste Burg ist dein Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft dir frei aus aller Not, die dich gestern, heute, morgen und alle Zeit hat betroffen. Glaub und du bist gerettet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ehre sei Gott in der Höhe.
Wir hören die Lesung, wie sie aufgeschrieben steht im Evangelium bei Matthäus im 5. Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf allen unseren Wegen. Halleluja. Und diesen Gott dürfen wir bekennen, der uns zu seinen Kindern macht, immer wieder. So sprechen wir gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigtext zum heutigen Reformationsfest. Es sind Verse aus der Rede, mit der Jesus die Jünger zu den Menschen sendet. Nachzulesen im Matthäusevangelium im 10. Kapitel ab den Versen 26b. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als die vielen Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Soweit die Worte des Matthäus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, am Abend des Reformationstages. Fragen Sie heute mal junge Menschen auf der Straße, was ist heute für ein Tag? Sie bekommen garantiert unter anderem auch die Antwort, Halloween vielleicht. Als ich hierher kam durch die Dorotheagasse, an diesem Abend sind mir auch zwei Maskierte, nicht mit Masken, sondern als Halloween und Grusel verkleidet begegnet, die hätten bestimmt so geantwortet. Fragen Sie einen bewusst evangelischen Christen, so hören Sie hoffentlich Reformationstag. Dann fragen Sie weiter, welche Bedeutung hat denn der Reformationstag? Das müsste eigentlich der wichtigste Tag für die evangelische Kirche sein. Ja, und was bedeutet Reformation? Ihr Gegenüber schaut mal schnell bei Google und findet heraus, Umgestaltung, Verbesserung, Erneuerung. Und dann erlauben wir uns noch eine letzte Frage. Könnte man also sagen, dass Veränderung und Erneuerung wichtig ist in der evangelischen Kirche? Vermutlich hebt Ihr Gesprächspartner dann abwehrend die Hände und sagt, oh Gott, nein, nein, das ist schon alles okay so. Es soll alles bleiben, wie es ist. Reformation ja, aber bitte nicht mit allzu festen Anstößen. Zum Reformationsgottesdienst haben wir uns in der Corona-Zeit kurz vor dem zweiten Lockdown hier in die lutherische Stadtkirche aufgemacht. Manche von Ihnen vielleicht wohlwollend interessiert, in der Erwartung, etwas Erfreuliches zu hören. Und nun sind wir mit dem heutigen Predigtext konfrontiert. Süßes oder Saures? Heute eher Saures. Denn Jesus schickt seine Jünger hinaus in die Welt mit Worten wie: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Oder: Ich bin gekommen, nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und im heutigen Abschnitt ganz deutlich: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Eigentlich ziemlich unangenehm, dieser Jesus und was er uns zumutet. Fürchtet Gott. Überraschend kommen diese Worte am Reformationstag 2020. Nun, wer von Ihnen den Konfi-Unterricht der alten Schule mitgemacht hat, oder sagen wir besser erlitten hat, der weiß, dass Martin Luther im kleinen Katechismus jede Auslegung zu den 10 Geboten beginnt mit: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir. Fürchten und lieben.
Geht das eigentlich zusammen? Der kleine Martin aus Eisleben hat in seinem Leben zunächst nur das Fürchten gelernt. Die Theologen seiner Zeit hatten ihm ein Gottesbild vermittelt, das ihn Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Gott, der tatsächlich Leib und Seele in der Hölle vernichtet, wenn du im Leben versagst. Die Portale der alten gotischen Kathedralen führen uns das noch heute drastisch vor Augen, mit ihren Teufelsfratzen und erschreckenden Skulpturen. Das hielt die Menschen klein. Es galt, sich zu fürchten vor Gott und vor der Macht der Obrigkeit. Und auch als Martin Luther erwachsen wurde, blieb er darum zunächst der kleine Martin. Mit allen Mitteln versuchte er, dem großen himmlischen Vater zu gefallen, alles richtig zu machen, sich selbst zu perfektionieren, auf Neudeutsch. Doch selbst als Mönch im strengen Augustinerkloster in Erfurt gelang ihm das nicht. Er entkam den gestrengen Augen dieses Gottes, heute würde man sagen, seinem Über-Ich, nicht aus dem Kopf. Bis er endlich über das Studium der Bibel den Gott entdeckte, der den Menschen liebt. Erst die Entdeckung des Evangeliums als gute Nachricht machte ihn im Glauben erwachsen. Jetzt konnte er seine infantilen, zerstörerischen Gottesbilder hinter sich lassen. Und darum ist die Überschrift in seinem Katechismus im Grunde so zu verstehen: Wer Gott über alle Dinge fürchtet und liebt, der kann diesem Gott auch über allen Dingen vertrauen. An die Stelle eines abrechnenden und damit berechenbaren Richters, der auf all unser Tun und Lassen mit Lohn und Strafe reagiert, ist der Unberechenbare geworden, der unverfügbare Gott, der in seiner Liebe Unberechenbare. Das berühmte Bild von Lukas Cranach in der Stadtkirche zu Wittenberg, dem kann man es ansehen, setzt das neue Verständnis von uns Christen eindrucksvoll in Szene. Martin Luther auf der Kanzel, die linke Hand auf der Bibel, die rechte zeigt mit überlangem Zeigefinger auf Christus, den Gekreuzigten. Und sie hören von dieser Kanzel die Botschaft, dass sie sich den Himmel mit guten Werken nicht verdienen können. Und seit 5 Jahrhunderten ist das richtige und wichtige Selbstverständnis für uns Protestanten. Aufrecht, mit erhobenem Haupt, auf das Wort Gottes hören. Mündige Christinnen und Christen, erwachsene Christinnen und Christen. Und weil wir keine Hand für unser Heil rühren müssen, haben wir beide Hände frei, dort zuzupacken, wo wir gebraucht werden. Weil wir keinen Finger krumm machen müssen, um Gott zu gefallen, haben wir alle 10 Finger frei, um die Welt zu gestalten. So viel zu dem, was Matthäus uns in diesem kurzen Text sagen will. Gott ist eben kein harmloser, lieber Gott, von dem man in aller Unverbindlichkeit reden kann. Es geht darum, die Kraft des Evangeliums wieder neu zu gewinnen. Fürchtet Gott. Das kann es nicht mehr heißen, fürchtet euch vor Gott und habt Angst vor Gott, sondern es geht darum, mit staunender Ehrfurcht, die wir auch einem Menschen entgegenbringen, der uns ganz unerwartet liebt, überraschend beschenkt, zutiefst beglückt und selig macht, so in dieser Überraschung Gott zu begegnen. Wir leben heute in Europa überwiegend, muss man leider sagen, überwiegend in Ländern, in denen die Religionsfreiheit herrscht.
Aber manchen Christinnen und Christen, auch bei uns, fällt es schwer, sich im Gespräch mit anderen zu ihrem Glauben zu bekennen. Wir leben doch in einem Zeitalter, in dem die Naturwissenschaft alles erklären kann. Und da fragt sich mancher Zeitgenosse und manche Zeitgenossin, was bringt mir der Glaube gerade in der Pandemie, die wir jetzt erleben? Als Evangelische können wir ruhig auch mal fragen nach dem, was Martin Luther dazu sagen würde. Und wenn man genau hinschaut, wird man Erstaunliches erleben. Martin Luther lebte im 16. Jahrhundert in einer Welt, in der die Virologie noch nicht erfunden war, ebenso wenig wie die Intensivmedizin oder gar Impfstoffe. Es gab keine Verordnung und keine Hygienevorschriften, sollte man meinen. Als es zu einem Pestausbruch in Breslau kommt, wird Martin Luther bestürzt befragt, was zu tun sei. Und im Spätherbst 1527 wütet die Krankheit auch in Wittenberg. Innerhalb von 2 Tagen sterben 12 Menschen, und das ist viel in so einem kleinen Ort wie Wittenberg. Die Lage ist ernst, die Menschen sind zu Recht verzweifelt. Und die Antwort Luthers zeigt, dass es im Hintergrund auch darüber heftige Debatten gegeben hat, wie man richtig umgeht mit einer Epidemie. Dass es genau vor 500 Jahren die gleichen Diskussionen gegeben hat, die wir heute jetzt gerade wieder erleben. Aber manche Ideen, und das ist schon erstaunlich, die Martin Luther hatte, sie sind lebenspraktisch und durchdacht. Und sie könnten von heutigen Experten stammen. Er, der sonst oft wissenschaftsfeindlich ist und sich auch über Ärzte mokiert, plädiert ganz offen dafür, auf deren Rat zu hören. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Abstand, Mundschutz, all das, was wir heute auch haben, Luther hat es 1527 schon empfohlen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Glaube und Verstand, die beiden Pole, um die sich lutherische Haltung bis zum heutigen Tag bewegen. Glaube und Verstand. Gepaart mit Zuversicht und Gottesfurcht. Für Martin Luther sind Seuchen keine Strafen Gottes, sondern eine Herausforderung für den Glauben. Es ist kein zorniger Gott, der die Menschen mit einer Krankheit erziehen will, sondern Gott leidet mit den Menschen, die unter der Pandemie leiden, die psychisch und physisch mehr und mehr angegriffen sind von Isolation, Unsicherheit und Angst. Selbst die Stärksten sind davor nicht gefeit. Die drohende Krankheit, die Pest, ist das, was dazu mal permanent und überall den Menschen vor Augen steht. Und damals wie heute wird gezählt und gesammelt, damals noch auf Schiefertafeln, heute auf digitalen Zählapparaten. Martin Luther wirbt um eine andere, einen am Bilde Christi geschulten Blick, nicht im Wegsehen, im Ignorieren oder gar im Verdrängen liegt der Trost, sondern im genauen Hinschauen. Martin Luther sieht, wenn man so will, durch die Statistiken hindurch und verkündet, dass wir das Unglück anders als die Welt sehen und solchen Trost behalten. Für Martin Luther zeigt sich Gott in der Gestalt des Pestkranken am Kreuz wie im Isenheimer Altar in Colmar. Dieser geschundene Körper voller Narben, wie er von Matthias Grünewald überdeutlich dargestellt wird,
ist auch der Auferstandene, an dem Gott die Macht des Todes scheitern lässt. Fürchte dich nicht, so haben wir gehört, sowohl in den Seligpreisungen als auch bei Matthäus hier in diesem Kapitel. Fürchte dich nicht, heißt es dreimal. Euer Ja sei auch ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Bösen. Ich will sagen, unsere Position als evangelische Christen in solchen Krisensituationen wie Pandemien soll eindeutig sein. Wir sollen unsere Meinung sagen, aber sie soll getragen sein von unserem Verstand, von unserem Vertrauen auf Gott und auf die Zusage, dass Gott uns gerade auch in den dunklen Tälern unseres Lebens begleitet und trägt. Wir dürfen auch gegen den Mainstream sein. Wir müssen nicht immer alles, was die Gesellschaft für richtig empfindet, auch mitmachen. Auch wenn es dafür Kritik oder Shitstorms hagelt. Wir Christen in diesem Land sind aufgerufen, mit unserem Verstand und mit unserem Glauben und mit unserer Zuversicht Menschen, die in Angst sind, Kraft und Mut zuzusprechen. Will heißen, die Reformation ist kein, wie du vorhin gesagt hast, kein Gedenktag, sondern die Reformation geht weiter. Heute hier, auch 503 Jahre danach, auch und gerade vielleicht in der Pandemie. Am Reformationstag bleibt uns mit Blick auf Jesus vor allem der geistliche Zuspruch und Trost über alle Sorgen hinweg erhalten und die Vernunft, mit Anstand und Abstand das Richtige zu tun. Und ich glaube, wenn wir unseren Verstand und unseren Glauben einsetzen, um Menschen zu trösten, ihnen nahe zu sein, dann sind wir auf dem richtigen reformatorischen, evangelischen und damit christlichen Weg. Tun wir etwas dafür, dass sich diese frohmachende Botschaft des Evangeliums in eine Kraft verwandelt, die die Herzen und unsere Gemeinden und unsere Gesellschaft verändert. Jeder und jeder an seinem Platz, jeder und jeder mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber alle und dem Zuspruch und der Überschrift, fürchtet euch nicht. Amen. Thank you.
Und wir beten. Ja, Gott, du bleibst mein Hort. Mein Hort, der mich kräftigt und beschenkt, der mich mutig macht, nach vorn zu schauen. Gott, deiner Welt fehlt es an Zuversicht und Mut. Manchmal scheint es, als seien wir am Ende. Lege einen neuen Anfang in uns hinein. Und Gott, wenn wir an Grenzen stoßen, dann wollen wir mit dir neue Wege finden. Gott, du bleibst mein Hort, der mich kräftigt und beschenkt. Unserer Gesellschaft geht die Geduld aus in dieser Zeit des Virus. Die Geduld, aufeinander zu achten. Die Geduld, andere Meinungen stehen zu lassen. Die Geduld auch mit uns selbst. Gott, lass mich wissen um die Zeit, die in deinen Händen ist. Du bleibst mein Hort, der mich kräftigt und beschenkt. Richte mich auf, wenn ich niedergedrückt werde. Baue dein Haus in mir, damit ich den Stürmen standhalten kann. Lege deine Hoffnung in mich, damit ich anderen Hoffnung werde. Du hast mich nicht in die Welt geschickt, um zu jammern, sondern um an deinem Reich mitzubauen. Gibt es etwas Größeres? Gott, ich will mich an dich halten. All meine Sorgen, aber auch Hoffnungen auf dich werfen und wissen, du bist mein Anfang und du bist mein Ende. Und gemeinsam dürfen wir beten zu Gott als unserem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, so geht ein Reformationstag dem Abend, dem Ende zu. Und wir hoffen alle, er wird wieder anders werden. Gefüllte Kirchen mit lauten Singen und Beten und aufstehen können. Aber es sind eben auch diese Zeiten manchmal nötig und manchmal vorgegeben und wir wissen nicht ganz warum. Dankbar, dass wir trotzdem zusammen sind, trotzdem unser kleines evangelisches Fest feiern, wienweit heute hier. Dankbar, dass es Bach gibt, Kantaten gibt, Musik, die uns führt und leitet in den Himmel. Dankbar, dass es so gute Musikerinnen und Musiker gibt, die es eben vollbringen, was Bach geschrieben hat. Dankbar, dass wir immer wieder zum Wesentlichen zurückkehren dürfen an diesem Tag, zum Wesentlichen zurückkehren, aber in die Zukunft schauend. Und dankbar, lieber Michael, dass du heute bei uns bist, die Festrede, Festpredigt gehalten hast. Einer der drei Senioren in Wien, das hat nichts mit seinem Alter zu tun, sondern Pfarrer in Wien wählen drei Pfarrer, die sie ebenso als Vertrauenspfarrer haben, die dann eben auch einen Sprengel leiten. Michael Wolf ist eben ein Senior in unserer Diözese in Wien. Vielen Dank für deine Predigt. Du hast schon einen langen Tag auch Radiogottesdienst am Vormittag und jetzt eben bei uns. Und so bitte ich dich doch, dass du am Schluss eben den Segen schenkst für uns. Zwar anders ausgemacht, aber schön, wenn du eben für uns als Senior deinen Segen, Gottes Segen uns zusprichst.
Und nun geht in diesem besonderen Abend mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen.